Hallihallo Leute und willkommen bei etwas, was ihr hier noch nicht gesehen habt, obwohl es eigentlich langsam ansteht, und zwar World of Warships, dem ja dritten großen Spiel von Wargaming in der World of Reihe. Das erste kennt ja jeder, der hier zuguckt, World of Tanks. Habe ich heute leider reichlich was zugemacht. Dann haben wir da noch World of Warplanes, was ziemlich bescheiden war. Ich habe es zweimal ausprobiert, fand es nicht wirklich gut, habe es dann wieder beiseite gelegt. Und ja, World of Warships haben wir jetzt noch. Ist in der Beta, wie man sieht, Closed Beta, um genau zu sein. Man konnte sich da mit einem Paket einkaufen, beziehungsweise mit dreien. Eins davon habe ich mir geholt. Nachher hat Mo mir gesagt, no, das war eine dumme Idee, du hättest eins der anderen nehmen sollen. Dabei hat er das vorher voll gepriesen, dass alle drei gut sind. Und ja, ich habe seitdem fast nicht gespielt. Hatte ich, um ehrlich zu sein, noch erwartet. Ich bin jetzt, also das ist, es ergänzt sich halt mit World of Tanks und ich da nicht viele Spiele spiele ich hier auch nicht viel. Aber ich dachte mir, eigentlich wird es jetzt mal Zeit, dass ich da ein bisschen Video zu mache. Denn das Ganze ist ziemlich cool und ich weiß, dass immer noch nicht jeder einen Zugang hat und dazu gerne Dinge sieht. Wie man sieht, ich habe hier noch nicht viel. Ich habe die Erie, die Stufe 1, das Stufe 1 Kreuzer-Ding der Amerikaner. Oh, Cruiser im Englischen. Ich weiß nicht, ob ich an den Kleinen schon überhaupt auf Deutsch umstellen kann. Oh, muss gar nicht. Ich bin mit Englisch zufrieden. Sieht zwar cool aus, aber Stufe 1. Und dann gibt es bei den Japanern noch eine, die Katori. Und ich habe hier mittlerweile die Umikasi freigespielt, der erste Destroyer. Einen Panzerjäger gut im Torpedos einsetzen. Bin ich noch nicht gut drin, interessiert mich aber tatsächlich vom Spiel her mit am meisten. Einfach so. Das geht so ein bisschen Richtung Scout. Sneaky little bugger-like, gefällt mir. Und halt das Schiff, das ich mir gekauft habe. Die Yubari, japanischer Kreuzer. Cruiser im Englischen. Wie gesagt, es gibt drei, die man sich kaufen kann. Und im Nachhinein meinte Mu, das ist von allen die Bedürfte, warum hast du dir die geholt? Er hat in einem Video vorher gesagt, hey, die sind alle cool. Ansonsten, ja, wir haben Japaner voll ausgebaut. Es gibt Cruiser. Destroyer, die sind halt so, ja, Panzerjäger, setzen Torpedos ein, so vom Gefühl her halt schnell sneaky. Dann Cruiser, ein bisschen mehr Allround. Schwere Cruiser, ne, Battleships, die sind die schweren Schiffe, also es kommt so Richtung schwere Panzer ran. Cruiser sind so Medium Panzer, haben die beste Flugabwehr, soweit ich weiß. Dann haben hier Battleships halt die dicken Kampfschiffe und dann gibt es noch Flugzeugträger, das was man mit Arti gleichsetzt, die halt von oben spielen und Panzer, ich schon, Flugzeuge navigieren. Und hier könnte man sich ja noch einen kaufen, den Kitakami. Werde ich aber nicht. Und dann gibt es bei der USA noch das ganze Spiel, wobei die kein Stufe 10 Flugzeugzerstörer haben, die Japaner schon. Und hier unten die Albany, die man holen kann. Amerikaner und nicht Russen, Russen und Briten gibt es schon, aber auch nur als Premium-Panzer, also noch tatsächlich keine richtigen Tech-Trees. Wann die kommen werden, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wann das Ganze in die Open Beta geht, aber ich habe gehört, wenn man in der Closed Beta 50 Matches macht, kriegt man am Ende, wenn das Ganze in die Open Beta geht oder wenn es ins Finale geht, das weiß ich nicht genau, ein Schiff geschenkt. Also dachte ich, in Stufe 4er. Also dachte ich mir, hey, kann ich da noch mal ein paar Runden dafür wieder drehen? Ich meine, ich, wie gesagt, spiele nicht besonders oft, aber wenn, muss man halt mal ein bisschen was machen. Ganze hier Random Battle. Es gibt sonst auch noch Battle gegen Bots. Was jetzt aber finde ich persönlich nicht so besonders reizend ist, weil ich spiele so gerade diese Spiele ja, weil ich gegen Menschen spielen will und ein bisschen was dazu lernen will, ein bisschen cool, das Ganze ein bisschen cooler werden soll. Und ihr seht schon, hier werden gerade einen ganzen Haufen Matches gemacht und nicht eins davon, wo ich drin lande. Jetzt sieht's gut aus. Und ja, das Ganze, nein, tut's nicht. Ich bin wieder in der, wow. Wow. Wie soll ich mich denn so hochspielen, wenn wir hier. Hey, ich sag doch schon Battle. Ja, jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Das sind halt Sachen, die passieren in der Beta halt, dass es entweder nicht klappt und man nicht im Kampf landet oder aber er kein Match zeitlich findet. Wir probieren jetzt einfach mal, weil es geht, hier auf den Premium-Panzer. Ich bin zwar echt mehr motiviert, Destroyer zu spielen, aber vielleicht haben wir hiermit eine bessere Chance, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele der Gegner einfach in einem höheren Tierstufenbereich sind, weil die halt einfach schon aktiver an der Beta partizipiert haben und sich dementsprechend mehr Schiffe in höheren Stufen freigespielt haben. Und ich glaube, die Leute, die im Stufe 1 bis 4 Bereich sind, eigentlich nicht mehr so viele sind. Weil die meisten sich, denke ich mal, schon hochgefahren haben. Und ich lande wieder hier denn was zum. Ah nein, jetzt kriege ich das hin. Sehr schön. Ja, was haben wir da? Wir sehen da schön die Punktebedingungen und solche Sachen. Chief Victory, Score 1000 Points. Ziemlich cool. Wir kriegen Punkte für Area Captured und fürs Halten. Wir kriegen welche fürs Zerstören. Und wir kriegen Punkteabzug, wenn wir Teamkollegen verlieren, wie mir scheint. Man verliert, glaube ich, auch, wenn man insgesamt alle verloren hat. Also auf dem eigenen Team. Das dürfte eigentlich auch so ausgehen. Und wir sehen da auch eine kleine Übersicht, welche wohl kommen. Und er lädt halt. Das dauert ein bisschen.
Cruiser-Mission, kämpfe gegen gegnerische Zerstörer und Cruiser, verteidige die Kollegen mit Anti-Aircraft. Und da bewegen sie sich schon, das heißt, bei mir dauert es scheinbar länger, bis ich reinkomme, was immer sehr, sehr ärgerlich ist. Aber tatsächlich hier nicht so besonders schlimm, weil man am Anfang eh einen recht lahmen Start hat, also recht langsamen Start. Und ich denke, es wird halt wie bei World of Tanks sein, dass ich erstmal, also dass die ersten paar Spiele ein bisschen dauern. Mit WASD navigieren wir hier, man sieht hier unten, die Geschwindigkeit geht hoch und links, rechts kann ich ein bisschen zur Seite navigieren. Und muss mal schauen, was das Team so macht. Unsere Flugzeugjäger werden wohl hinten bleiben. Mit T, glaube ich. T oder mit P kann ich meine... Kann ich meine Flugzeugkontrolle genau off. Die machen wir jetzt schön wieder an. Das war mehr nur zum Testen. Wir haben, wie man unten sieht, hier HE, AP. Ich lade, was machen wir an Gegnern? Dreier, Vierer und Fünfer. Da kann ich, glaube ich, auf AP laden. Wir haben hier Torpedo-Einstellung. Die man auch zwischen Feuervarianten hin und her stellen kann. Da können meine Torpedos hinschießen. Und dann gibt es noch R fürs Reparieren. Wir wechseln wieder dahin. Und fahren jetzt mal ein bisschen hier noch nach außen hinter unserem Cruiser-Kollegen dort lang. Omaha, was ist denn die Omaha? Stufe 5 war das denn gut, da sollte ich mich dranhängen. Das klingt nach einer sinnvolleren Idee, als alleine rumzufahren. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder gegenlenken. So, die Wellen scheinen hier mitzuspielen. Nein, jetzt drehen wir zu weit. Ach, das Göttchen. Sie ist das Netzwerk gespielt, dann sind wir aber nicht mehr so komisch gedreht. Und ja, man sieht auch, da unten, die Waffenfarbe ändert sich. Das liegt damit dran, wo wir hindrehen. Wir haben da vorne so zwei orange Kreise. Das ist, wo unsere Guns hingucken. Wenn die grün sind, heißt es halt, oh, wir sind auf dem Ziel. Dann schießen halt beide in eine Richtung. Ansonsten, wenn ich mich hier drehe, sieht man halt, dauert das, bis die nachdrehen. Das ist ein massiver Punkt bei dem Spiel. Wie drehen eure Waffen? Wohin könnt ihr die ausrichten? Weil die Wald... Also, es gibt zum Beispiel Schiffe, die haben Sachen, die sind immer nur auf einer Seite. Da muss man sich dann halt hinstellen und muss dementsprechend zusehen, dass man immer in die passende... Oder dass man vom Gucken her in die Richtung schaut. Wir haben sonst hier, glaube ich, das dürfte unsere maximale Reichweite sein, je Waffe. Mit Torpedo sind die deutlich kleiner bei einem Cruiser. Und hier haben wir dann halt eine Zoom-Ansicht. Können da auch hoch und runter zoomen. Und wichtig ist hier halt auch Pre-Aiming, Vorzielen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht und man sieht, der Schuss geht sonst wohin. Es gab eine lange Zeit einen Mod, der das ein bisschen bug-using-mäßig ermöglicht hat, dass man das sieht, wie man das aus, wir müssen noch weiter vorziehen, aus War Thunder kennt. Das wurde aber zum Glück schnell wieder entfernt. Das war halt so ein Mod, den ich persönlich als Cheaten ansehen würde. Jetzt dreht er, jetzt haben wir vielleicht eine Chance, ihn zu treffen. Captured A, nicht schön. Und das war immer noch nicht genug vorgezielt. Aber das Team haut schon gewaltig auf den drauf. Jetzt haben wir vielleicht mal was gemacht. Ja, knapp. Und diesmal habe ich zu weit links gezielt. Ihr merkt schon, ich bin nicht besonders gut geübt in diesem Spiel. Aber irgendwann wird das sicherlich. Jetzt hat es ihn zerlegt. Wir zielen deswegen auf den da hinten. Und die zweite Gun sagt mir gerade noch, sie aimt. Müssen wir uns ein bisschen drehen, damit wir da... wieder beide verwenden können, befürchte ich. Und das Dümmste, was man hier machen kann, ist tatsächlich wirklich richtig stehen bleiben, weil dann macht es halt den Gegnern unheimlich viel einfacher. Ja, mal sehen, treffen wir mit sowas? Nein, bei weitem nicht. Also weiter vorziehen. Da waren, glaube ich, keine Torpedowarnung. Kann das sein? Apropos Torpedowarnung, davon sind wir noch weit genug weg. Schade, der wurde zerstört, ohne dass wir dazu was beigesteuert haben. Leider. Aber man kann halt nicht immer rocken. Wir holen uns jetzt erstmal C. Als einziger unseres Teams. Es wäre natürlich auch cool, wenn man die zur Seite fährt, wie sich tatsächlich die Lage hier dreht. Also das finde ich... Also ich muss sagen, es ist insgesamt gut gemacht. Ich bin halt kein großer Fan davon, Betas so ausführlich zu spielen. Capture Base, sehr schön. Aber also einfach so, so ein paar Punkte, wo ich mir denke, ne... wenn es dann so um sowas geht wie alles, was ich hier mache, wird halt gewiped und ich werde wahrscheinlich keinen Refund da oder sowas dafür bekommen, sondern maximal halt ein Schiff. Kann ich dich erwischen? Nein, du bist viel zu weit weg. Aber wir können ja da mal hinfahren. Wie gesagt, der Kreis auf der Karte hilft da. Nur die Orientierung ist teilweise echt strange, weil wir halt nicht
dass die Navigation nicht instant reagiert, sondern ich dann jetzt halt erstmal ausgiebig drehen musste. Jetzt sind wir quasi direkt wieder übersteuert. Das habe ich tatsächlich von den ersten Mal Spielen gar nicht so stark in Erinnerung. Dass er da so kräftig immer übersteuert. Aber wir können halt nicht mal. Wo sind denn die Schiffe? Hier hinten. Es sieht also für uns bisher, wir haben ein Schiff mehr verloren, aber wir halten halt zwei Punkte, was uns auf Dauer helfen sollte. Müssen halt nur irgendwann dann tatsächlich an einen Punkt kommen, wo wir den beschießen können. Und ja, wenn man halt nicht schnell genug ist, ist man halt nicht schnell genug, um da etwas zu machen. Dann kann man halt nicht schießen. Ich weiß, dass es auch noch ein paar Einstellungen und Optionen gibt, aber damit habe ich mich noch nicht nur begrenzt weit bisher befasst. Ich werde aber auf jeden Fall mal. Wir haben momentan volle Geschwindigkeit. Mal kurz wegen Settings. Controls. Kann ich das irgendwie einstellen? Natürlich Switch-Kamera. Nee, daraus werde ich nicht schlau. Ob ich damit irgendwie einstellen kann, wie stark er sich dreht. Da kommt eine Insel nicht gut. Und da kommen kommen Flugzeuge. Da hat unser. Yeah! Das sind unsere Anti-Aircraft-Kanonen, die da halt auch automatisch draufschießen. Oh, jetzt muss ich mich auch noch mal ein bisschen drehen, weil jetzt sind wir schon wieder zu stark zur Seite. So, damit komme ich tatsächlich noch gar nicht gut klar mit der Ausrichtung meines Schiffes hier in dem Moment. Jetzt drehen wir wahrscheinlich schon wieder zu weit. Das Gute ist, da haben wir gerade gesehen, der Torpedo ist abgeworfen und dreht dann jetzt ab. Und vielleicht haben wir Glück und treffen ihn vorher noch. Ich würde auch gerne auf den dort schießen, aber der dürfte zu sehr. Der scheint still zu stehen. Aber wir haben ein Flugzeug immerhin erwischt. Er steht nicht still, aber er ist weit, weit weg. Und wir haben nur kurz dahinter geschossen. Da können wir vielleicht noch was draus machen. Oh shit, das sind Torpedos. Das treffen uns jetzt zwei und das dürfte uns ziemlich zerlegen, ohne dass mein Schiff da viel machen kann. Nein, die sind durch mich durch. Wow, was war das? Und jetzt sind wir hier eigentlich in einer ziemlich scheiß Position, weil vor uns jetzt, da ist ein ganzer Cruiser. Und das wird schmerzhaft werden. Wobei wir jetzt vielleicht auch endlich mal treffen? Nein. Wäre auch langweilig. Aber immerhin schießen wir auf ein paar Flugzeuge. Nein, warum zur Hölle schießen wir über den drüber? Und warum unsere zweite Gun kriegt sich auf den nicht ausgerichtet? Das Gute ist, er hat hier kein Schusslimit. Also es ist jetzt nicht so, dass mir die Munition ausgehen würde. Außerdem können wir jetzt tatsächlich mal darauf zielen, den gleich irgendwie mit Torpedos zu erwischen. Fuck. Oder wir können erstmal noch damit leben, dass wir. Und da haben sie mich zerlegt, ja. Ihr merkt schon, ich bin in diesem Spiel nicht besonders gut. Ich werde hier noch reichlich üben müssen. Und ich bin tatsächlich diesmal mit der Steuerung des Schiffes absolut gar nicht klargekommen. Wir gehen da mal wieder raus. In der Hoffnung, dass ich mit dem anderen jetzt vielleicht eine Runde bekomme. Im Endeffekt, die letzte Fahrt da rein war, glaube ich, ziemlich doof. Das hätte ich mir nicht erlauben sollen, da so mittig reinzugurken. Na, versuchen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege irgendwann mal eine Runde. Und er hängt sich dann nicht direkt wieder auf und schickt mich zurück zum Menü. Vielleicht. Das wäre cool. Aber wie gesagt, bin da ungeübt. Aber das ist halt. Lernprozess muss erstmal einsetzen. Dinge müssen ausprobiert werden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe in Erinnerung, dass es beim letzten Mal anders war, aber diese Steuerung, dass ich ja prinzipiell sofort übersteuert bin, habe ich anders in Erinnerung. Und das war halt tatsächlich echt problematisch, weil dann musste ich mich doch sehr gerade aufs Steuern konzentrieren nebenbei, was nicht so schön ist. Aber wie mir scheint, möchte mit meinem Tier 2er keiner fahren. Wobei da irgendwie 19, 18 in meinem Bereich drin sind, mit denen ich theoretisch gesehen in einem Match landen könnte. Aber die meisten davon sind Cruiser und das. Wobei, auf der Tierstufe gibt es noch keine Aircraft Carrier und Battleships so viele.
Ah, kann nicht maximal länger als 5 Minuten drin sein. Okay, aber jetzt ist es bei 3 angehalten. Vielleicht haben wir jetzt ein Match gefunden. Ja. Nein, schickt mich wieder zurück hier hin. Super. Toll. Großartig. Und der Punkt ist, in. Und wo finden wir das? Finde ich das über hier rüber? Gucke gerade, ob ich mir Not Research, nee, wie viel mich das kosten würde. Sehe ich das hier, weil ich bin überlegen, ich habe hier prinzipiell Gold, ob man da was umwandeln kann. Nope, das haut mich nur aus dem Spiel aus, da wollte ich nicht hin. Ich weiß noch nicht, ob es überhaupt schon das Konzept von freier Erfahrung gibt. Ah, ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Also haben wir nur die Möglichkeit, das wieder zu probieren, in der Hoffnung, dass er da reinkommt. Also ist halt ein bisschen doof, dass wir nun mal in der Beta sind. Wenn es da gibt es da halt ein bisschen mehr Problemchen mit sowas. Und ich glaube, freie Erfahrung gibt es erst auf einer höheren Spielerstufe und dafür muss ich erst ein paar mehr Matches machen oder so. Und natürlich dabei auch irgendwie, also was heißt ein paar Matches, mal ein bisschen mehr leveln und damit dann halt, aber dafür halt auch mal tatsächliche Treffer landen. Was ja gerade nicht so überraschend funktioniert hat. Komm schon, gib mir ein Match. Gib mir ein Match. Das ist ja schon ein bisschen, stelle ich mir tatsächlich ziemlich doof vor, wenn man jetzt auch so andere, die jetzt halt sich denken, ah, ich hole mir mal den Beta-Access noch, weil es gibt ja die Möglichkeit, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, die Packs noch zu kaufen zwischendurch. Und man kann natürlich auch jederzeit Keys gewinnen. Mu ist sehr gut darin, die regelmäßig zu verlosen, vor allem in seinen Streams mit Silver Lane. Und da war gerade was. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch. Wäre cool, wenn es klappt. Wenn man dann jetzt halt einsteigt und dann findet man keine Matches, ist natürlich ein bisschen bescheiden. Aber können sie halt in der Beta tatsächlich echt wenig dran machen. Weil passiert halt nun mal. Oh ja, jetzt kommen wir rein. Sehr schön. Stufe 2 und Stufe 3, ja, damit kann ich leben. Es ist doch schon mal was. Rot da oben, denke ich, dürften schwere, also Schlachtschiffe sein. Das blaue Cruiser und das grün-gelbliche da unten. Das heißt ja gelb, wenn wir sind, das grünliche, vor allen Dingen. Die Destroyer, die wie gesagt gut sind in Torpedos, und ich fand die Japaner da interessant, weil die halt eine schön hohe Torpedoreichweite haben. Die Amerikaner, es ist glaube ich genau andersherum, dass die halt eine weniger hohe Torpedoreichweite haben, aber dafür glaube ich stärkere Torpedos und stärkere Bordbewaffnung, wenn ich das so grob verstanden habe. Ich bin aber noch bei weitem kein Profi drin. Wenn ihr Ahnung davon habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, irgendwann werde ich sicherlich lernen. Auf jeden Fall, die Amerikaner sind da, müssen halt ein bisschen kreativer sein. So, wir sind da. Heißt Capture the Base jeweils. Standard Battle. Und wir fahren los. Hier, wie man sieht, habe ich damit T einen Rauchnebel, den ich machen kann. Und habe halt eine, wenn wir auf Torpedos gehen, eine gefühlt höhere Reichweite. Immer noch nicht immer so hoch wie meine Kanonen. Das heißt, wir sollten eigentlich uns versuchen, den zu halten. Aber vor allen Dingen will ich jetzt da irgendwo hin. Ich sollte ja jetzt in dem Moment hier aufhören zu drehen. Ah, so kann ich damit, glaube ich, leben. Es fühlt sich aber irgendwie ein bisschen komisch an, weil das Schiff teilweise tatsächlich, wie ich gefühlt, seitwärts fährt. Aber ich möchte halt hier durch diese Inselchen, diese Inselgruppe. Eigentlich ist es doof, dass ich so weit vorne bin. Und ich weiß nicht, bei. Ich bin fast schon neugierig zu den. Den Rauchnebel jetzt schon ausprobieren, einfach um zu schauen, wie ich den einsetze. Aber ich glaube, der setzt sich auf mich ein, was mir halt in dem Moment nicht hilft. Ach ja, und was ich hier machen sollte, ist die Anti-Aircraft aus. Damit wir halt nicht. Wir setzen ihn jetzt mal ein. Denn ich möchte. Da nehme ich mich gerne hier durch verstecken und dann tatsächlich ein bisschen unten rum. Fuck, das sind Torpedos. Ich sehe aber nicht wirklich wo. Ach, das sind Team-Eigene. Diese können euch auch treffen. Das ist technisch gesehen ohne Probleme möglich, dass ihr eure eigenen Leute wegbomben könnt. Und das ist, glaube ich, so der Hauptfrustgrund, warum auch Destroyer nicht so beliebt sind. Da war er. Und ich habe jetzt einfach meine Torpedos mal schnell abgeschickt, auch wenn er jetzt, glaube ich, nicht durchkommt. Da ist noch einer. Shit. Das Gute ist, die bewegen sich gefühlt nicht so stark.
Werde ich aber mit meinen Schüssen nicht wirklich treffen und er schießt zurück, aber er haut sich ja halt doch gleich voll in diesen Felsen rein. Hat aber auch seine Torpedos abgeschossen. Kommen wir da vorbei? Vorne kommen noch welche. Ich hoffe einfach mal, dass wir damit nicht alle abbekommen. Reparieren, wenn, soweit wir es können. Das Problem ist, da kommt halt noch mehr. Ah, ein bisschen. Na, wir können nicht manövrieren. Das war auch viel Glück, dass wir das überlebt haben. Shit, da vor mir ist eine Insel. Das ist gerade alles mehr schlecht als recht. Das, hier geht nichts mehr. Ja, und da hat es uns dann zerlegt. Okay, also da auch wieder zu aggressiv. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir zwischendurch irgendwas gemacht haben, irgendwas erreicht haben. Ah, tatsächlich für die ersten beiden Runden bisher nicht so überraschend. Wir gucken hier nochmal irgendjemandem zu, der das hoffentlich ein bisschen besser kann. Einfach damit ihr mal ein bisschen was seht davon, außer wie ich hier meinen ersten Rund total umdörpe. Na, komm schon, schieß. Mach was, tu was. Da kommen schon wieder Torpedos lang gefangen. Hier fliegen jetzt seine los. Schießen aber... Oh, okay. Das war irgendwie ein heftiger Glitch. Da haben sie ihn auf einmal voll erwischt. Und Hippie SE sagt, dass das Spiel ist schwer, ja. Also der, man hat ja fast gesehen, wie der da vorgesprungen ist, was sehr komisch war. Da weicht gerade einer, versucht den Torpedos auszuweichen. Treffen ihn. Und da haben wir noch einen Destroyer, auf den sie jetzt anlegen. Und wie gesagt, als Destroyer, man hält im Nahkampf nicht viel aus. Es war wahrscheinlich echt ein bisschen dumm, da so vorne zu sein. Ich hatte halt gehofft, dass wir irgendwie, wenn wir hier so sind, von da aus arbeiten können. Und auf einmal waren da drei Ziele und ich war ein bisschen überfordert. Ich glaube, es tut einem hier wirklich gut, wenn man am Anfang einfach erstmal im Kreis fährt für ein bisschen. Und zusieht, dass man hinter den Teamkollegen ist. Und dann mal schauen. Prinzipiell sollten Zerstörer schon scouten. So gesehen. Und halt versuchen, die gegnerischen Flugzeugträger zu finden. Was natürlich gut wäre, wenn sie das schaffen. Und man sieht ja auch, die Gegner gehen halt immer wieder zu. Deswegen sollte man seine Luftbewaffnung auch ausmachen, weil man geht auf, wenn man schießt. Das sieht man halt hier immer, wenn die aufpoppen. Das ist in dem Moment, in dem sie gerade geschossen haben. Und da hilft es halt quasi die Anti-Flugzeugwaffen tut das auch. Macht euch auch auf. Das heißt, dann sorgt ihr damit halt locker dafür, dass ihr gesehen werdet. Ah, da könnte eine von seinen Torpedos treffen. Nee, die gingen durch. Okay. Außerdem schießt mittlerweile von hinten was auf ihn, was er noch nicht mal sieht. Ich befürchte, mein Kollege Fritz Flitz hier wird es auch nicht mehr allzu lange reichen. Was Gute ist, okay. Da war das Ganze wieder verrückt und hat hier noch einen mitnehmen können. Hat er jetzt seinen zweiten Kill. Okay, das ist cool. Also da sieht man halt leider Beta-Dinge werden halt an verschiedenen Stellen verschieden angezeigt. Ein bisschen so. Bei ihm war der wahrscheinlich tatsächlich weiter vorne. Und weil ich zugucke, sah er dann bei mir irgendwie... War da wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Anzeigefehler drin. Wieder. Und jetzt hat er da gleich die nächsten zur Auswahl. Den mittleren da hinten, den Kreuzer da hinten. Und einen Zerstörer, der sich hier vorne in der Ecke gerade verstecken will. Aber auch irgendwo schon Schaden nimmt. Das war der Zerstörerschuss. Der knapp vorbeiging. Ah, da haben sie auf ihn drauf gehauen. Ups, jetzt habe ich... Ich wollte ihm eigentlich noch weiter... Jetzt bin ich bei meinem eigenen Wrack. Da passiert natürlich nichts. Gehen wir zurück zu unserem Fritz Flitz. Der sich jetzt tatsächlich mit dem mittleren Panzer anlegt. Da fliegen noch Torpedos zu dem rüber. Und Schüsse aus diversen Richtungen. Da kam noch... Ach, das sind seine, ja. Das sieht teilweise ein bisschen komisch aus, weil die ein bisschen sehr weit vorne losgehen. Aber wenn die treffen, tut sie so einem Kreuzer halt gewaltig weh. Und der Gegner fährt da gerade auch sehr aggressiv rein gegen uns hier. Was uns natürlich irgendwie ein bisschen entgegenkommt. Friendly Base Capture started. Okay. Wie auch immer. Das sind wieder seine eigenen. Ich sage gerade, dass wir von der Seite kommen. Und ja, die hat er hier leider gerade in den Berg geschossen. Ich würde sagen, damit das Fritz Flitz hier abgeredet ist, machen wir für heute auch erstmal Schluss. Ich hoffe, es ist für euch ein interessanter Start in World of Warships. Ich werde auf jeden Fall immer wieder mal ein bisschen spielen und dafür was aufnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.